Pick one. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend zu unserer Herzwochenveranstaltung gemeinsam mit der Deutschen Herzstiftung begrüßen. Normalerweise sehen wir uns im Hörsaal an dem heutigen Abend mit häufig mehr als 200 Teilnehmern. Das können wir leider heute aufgrund der Corona-Situation nicht machen. Und deswegen sind wir dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, mit Ihnen im Livestream heute über den YouTube-Kanal sprechen zu können, über das Thema Herzschwäche. Zu meiner Rechten Frau Oberärztin Dr. Dehring leitet bei uns die Intensivstation und das Kardio-MRT und CT und Oberarzt Dr. Rüb, der bei uns die Elektrophysiologie leitet. Sie werden Ihnen gleich über das Leben mit der Herzinsuffizienz, Medikamente, Methoden zur Behandlung der Herzinsuffizienz berichten. Und ich will ganz kurz vielleicht einführend einige Aspekte nennen über die Entstehung, denn zu Anfang einer jeden Herzinsuffizienz, wissen Sie, liegt eine Erkrankung. Das ist bei uns im Regelfall die koronare Herzerkrankung, die etwa 60% der Ursachen ausmacht. Sie wissen, über 2,5 Millionen Frauen und 3,5 Millionen Männer leiden an der koronaren Herzerkrankung in Deutschland. Und im Prinzip ist die häufigste Erkrankung, die dann am Ende zur Herzschwäche führt, der durchgemachte Herzinfarkt. Wir wissen aufgrund vieler Untersuchungen, wie wir ungefähr das Risiko einer koronaren Herzerkrankung einschätzen können. Und es gibt relativ gute Daten, die uns sagen, wenn es bei einem Mann oder einer Frau zu typischen oder atypischen Herzschmerzen kommt, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser dann einen drohenden Herzinfarkt hat. Das heißt, wir können eigentlich, wenn wir mit dem Patienten sprechen und die Familiengeschichte und die Laborwerte kennen, eine relativ gute Voraussage machen. Sie sehen mir eine Tabelle, wo die Cholesterinwerte, der Raucherstatus oder Nichtraucherstatus, der Blutdruck, das Geschlecht, das Alter und wenn wir die Familiengeschichte noch dazu nehmen, Risikofaktoren aufgelistet sind, die, wenn sie eine entsprechende Höhe erreichen, dann auch für die nächsten Jahre eine ganz gute Vorhersagekraft für ein mögliches Ereignis eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalls geben. Das heißt, die Früherkennung ist eigentlich das Wichtigste, um die Herzinsuffizienzentstehung überhaupt zu vermeiden. Ich darf vielleicht an der Stelle schon mal hinweisen, dass wir eine Chatfunktion haben, wo Sie dann Fragen zu solchen Dingen wie dieser Tabelle zum Beispiel stellen können. Das finden Sie in Ihrem YouTube-Browser. Wie sieht das aus, wenn man zum Beispiel zu viel Cholesterin hat? Sie sehen hier diese gelbe, wir sagen Plaque dazu, die Ablagerung im Gefäß. Das ist im Prinzip ein Schaum und das Problem ist, wenn dieser Schaum irgendwann einmal durch Hormone und Scherkräfte aufbricht, dann kommt es zur Aktivierung der Blutverdünnung und dann zur Verklumpung in dem Gefäß, sodass dann praktisch der Blutstrom unterbrochen ist und es zum Herzinfarkt kommt. Und das Entscheidende, damit die Herzschwäche oder Herzinsuffizienz, wie wir sie nennen, nicht entsteht, ist, dass man dann ganz schnell ins Krankenhaus kommt und wir dieses Gefäß wieder eröffnen können, ohne dass ein anhaltender Schaden entsteht. Denn jeder Verlust an Gewebe führt dann zu einer Einschränkung der Pumpkraft. Wir nennen das dann ST-Streckeninfarkt. Und Sie sehen hier, dass wenn Sie zum Beispiel einen Cholesterinsenker einnehmen und darauf achten, möglichst wenig Cholesterin in der Nahrung zu sich zu nehmen, dass wir eine starke Risikoreduktion von bis zu 23% für eine Absenkung von 40 Milligramm pro Deziliter LDL-Cholesterin erreichen. Das heißt, wenn man jetzt ein LDL-Cholesterin von 160 nehmen würde und würde hier 40 Milligramm absenken, dann würde man das Risiko etwa um ein Fünftel reduzieren. Insofern ist das immer der Appell, auch das Cholesterin unter anderem mit Medikamenten zusätzlich zur Umstellung der Diät zu reduzieren. Hier sehen Sie nochmal eine schematische Zeichnung. Und wenn das dann ganz verengt ist, dann kommt es hier zu Unterbrechen des Stromflusses, des Blutstroms und zum Verschluss des Gefäßes. Wenn wir den Verdacht haben auf eine solche koronare Herzerkrankung und verhindern wollen, dass es zu einem Infarkt und damit zu einer Herzinsuffizienz kommt, dann gibt es verschiedene Methoden. Sie kennen alle den Herzkatheter, aber es gibt auch eine nicht-invasive Methode, wo man mittels Computertomographie, ohne in den Patienten praktisch mit Kathetern reinzufahren, schauen kann, ob eine ausreichende Verkalkung vorliegt. Und Sie sehen hier an dieser Stelle oben eine Verengung. Der Kontrastmittelfluss hier von der Hauptschlagader durch das Kranzgefäß wird fast unterbrochen. Und an dieser Stelle wissen wir jetzt, dass der Patient mit Angina pectoris hochwahrscheinlich eine hochgradige Engstelle im Gefäßsystem hat. Und das zeigt jetzt den Herzkatheter, der dann folgt. Und Sie sehen hier an dieser Stelle analog zum
CT, eine Verengung. Der Fluss findet noch statt, aber hier kann wenige Minuten, Stunden oder Tage später der Blutfluss dann auch unterbrochen werden. Und das ist der Moment, wo wir dann mit einem Ballon oder einem Stent das Gefäß stabilisieren, damit es gar nicht erst dazu kommt. Wenn der Patient dann eine Engstelle hat, die vielleicht nicht ganz eindeutig ist, oder wir wollen wissen vor einem CT oder vor einer Katheteruntersuchung, ob eine Durchblutungsstörung vorliegt, dann können wir auch ein Stress-MRT machen. Und Sie sehen hier mal ein Beispiel. Man sieht, dass hier oben sieht man die Herzkammer, dass das Gewebe einmal schwarz und dann grau ist. Und wir schauen hier, ob die Graufärbung Schwächen aufweist und ob wir Durchblutungsstörungen in diesem Areal haben. Das wäre ein nicht-invasiver Nachweis einer Durchblutungsstörung, die dann, wenn er auffällig wäre, der Befund zu einer weiteren Diagnostik führen würde. Das heißt, wir haben invasive und nicht-invasive Methoden, um zu versuchen, dem Infarkt und damit auch der Entstehung der Herzschwäche bei immerhin 60% der Patienten vorzubeugen. Wir machen das heute überwiegend in nahezu 80% über die Hand. Das heißt, man muss nicht so lange liegen und der Eingriff ist zwar invasiv, aber doch deutlich weniger belastbar. So sieht das dann in Wirklichkeit aus. Man liegt mit aufgelegtem und fixiertem Arm dort. Nach einer lokalen Betäubung macht man dann den Katheter. Und Sie sehen jetzt, wenn wir hier reinschauen, dass wir in dem Gefäß, das ist hier der Gefäßdurchmesser, hier dieses Weiße, eine Kalkplak haben. Hier wäre der Blutfluss und wir sehen, dass in der Wand schon Kalk vorhanden ist. An dieser Stelle nochmal gezeigt, hier freier Fluss und Blut. Das ist hier die Sonde, die in dem Kranzgefäß platziert wird mit Ultraschallkopf und Sie sehen hier die weiße Kalkplak und in dem Fall würde man den Patienten mit einem Stent versorgen, um einen drohenden Infarkt vorzubeugen. Hier sieht man mal das Bild von einem solchen Stent. Sie sehen hier die kleinen weißen Streben von dem Stent in der Wand des Gefäßes. Dieses Bild zeigt dann nochmal nach einer Kernspinnuntersuchung, wo das Ergebnis auffällig war, wie es dann hinterher aussieht, wenn man den Stent platziert hat. Sie sehen jetzt hier einen freien Fluss in diesem Gefäß, nachdem hier ein Stent reingelegt worden ist. Und dieser Patient wird dann keine Herzschwäche im Verlauf entwickeln. Es gibt weitere schöne neue Bildgebungen, die zwar nicht gesünder machen, weil sie keine Therapie darstellen, aber eine Verbesserung der Diagnostik, mit der wir dann ganz genau in diesem Gefäß sehen können, wie die einzelnen Wandanteile des Koronargefäßes ausschauen. Und dann, wenn wir den Stent reinlegen, auch sehen, wie Sie hier unten sehen können, wo der rote Punkt leuchtet, wie der Stent dann in dem Gefäß aufgebracht worden ist und die Wände bzw. den Kalk vom Gefäßlumen weghält. Das heißt, wir haben viele Methoden heute, einmal um die Wahrscheinlichkeit eines akuten Ereignisses mit entsprechenden Schäden vorherzuerkennen und dann auch Methoden, wenn wir rechtzeitig sind, ein fatales Ereignis oder einen großen Gewebsuntergang oder Gewebsverlust vorzubeugen. Und da arbeiten wir natürlich alle zusammen, die Notärzte, die Kollegen in der Klinik, auch die Hausärzte und Kardiologen, die entsprechend dann rechtzeitig dafür sorgen, dass die Patienten gebracht werden. Und mit dieser kleinen Einleitung möchte ich jetzt weitergeben an Frau Dr. Dehrin, die Ihnen berichten wird, wenn es dann zu einer Herzschwäche kommt, sei es auf dem Boden einer Herzmuskelentzündung, wo ich jetzt nicht drauf eingegangen bin, einer angeborenen Muskelerkrankung des Herzmuskels oder aber eines Herzinfarktes, wie man dann damit weiterleben kann und geht auf verschiedene Aspekte ein. Frau Dehrin, bitte. Auch willkommen nochmal von meiner Seite aus. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen die Herzinsuffizienz im Alltag nahebringen. Was macht ein Mensch, der jetzt Herzinsuffizienzdiagnose bekommen hat? Hier zeige ich Ihnen gerade nochmal ein Bild. Was heißt eigentlich Herzinsuffizienz? Sie sehen jetzt auf der rechten Seite ein Herz, was super gut pumpt. Und auf der anderen Seite ist das Herz deutlich vergrößert. Sie sehen, wie der Blutfluss im Herz nur hin und her kreist. Es kommt zu keinem effektiven Auswurf. Das heißt, Ihr Organismus wird jetzt zu wenig mit Blut versorgt und Sie haben eine relative Ischämie, nennt man das. Das heißt, Sie haben keine Sauerstoffzufuhr an den wichtigsten Organen. Es gibt zwei Formen der Herzinsuffizienz. Einmal ist es so, dass Sie eine systolische Herzschwäche entwickeln. Das heißt, Sie haben ein Pumpversagen des Herzens. Das Herz schafft es nicht, den Organismus mit genügend Blut und Sauerstoff zu versorgen.
Das würde dann praktisch in der Pathologie letztendlich so aussehen, dass sie dann ein Herz haben, was deutlich vergrößert ist und die Pumpkraft des Herzens nicht mehr vorhanden war. Dann spricht man auch von einer Dilatation, das heißt von einer Erweiterung von dem Herzen. Und meistens liegt da eine koronare Herzerkrankung zugrunde oder man hat in der Vergangenheit mal eine Herzmuskelentzündung durchgemacht, was dann aufs Herz geschlagen ist und das Herz ist mit der Zeit dann erschlafft. Dann gibt es nochmal die zweite Form, die nennen wir die diastolische Herzinsuffizienz. Das ist genau das Gegenteil. Sie haben sehr kompaktes Herzmuskel. Das führt dann dazu, dass das Herz so unelastisch wird mit der Zeit, dass da keine genügende Füllung vorhanden ist. Und letztendlich haben sie irgendwann das Problem, dass ihr Herz wieder nicht genügend Blut auswerfen kann und sie zu einer Herzinsuffizienz führen. Hier sind die Genesen am häufigsten ein arterieller Hochdruck. Das heißt, sie haben einen Bluthochdruck seit Jahren und irgendwann wird das Herzmuskel immer dicker, immer dicker, immer dicker. Und es kommt dazu, dass die Elastizität verloren geht. Oder sie sind sehr jung und haben doch irgendeine erbliche Form. Das nennt man eine hypertrophe Kardiomyopathie, wo praktisch man schon aus der Familienanamnese heraushören kann, dass irgendeine Herzerkrankung schon in der Vorgeschichte vorhanden war. Man klassifiziert die Herzinsuffizienz, egal jetzt letztendlich welche Form sie haben, in 4 Stufen. Man nennt es auch eine Nyha-Form, vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört. Und Nyha-1 heißt eigentlich, dass man das bei Ihnen eine Herzinsuffizienz zwar diagnostiziert hat, Sie aber keine Symptome davon haben. Nyha-2, da haben Sie schon vielleicht ein bisschen Luftnot beim Treppensteigen. Es macht Ihnen aber nicht so arg viel aus. Sie haben keine relevante körperliche Einschränkung darunter. Nyha-3 ist schon ein bisschen schwieriger. Da haben Sie schon Probleme in der flachen Ebene, längere Strecken zu absolvieren. Sie kommen ziemlich schnell außer Atem. Und Nyha-4 ist dann, wenn Sie die Beschwerden schon in Ruhe haben, wenn Sie nachts nicht mehr flach liegen können und schon mehrere Kissen hintereinander tun müssen, damit Sie genügend Luft erhalten. Jetzt nochmal zu den Ursachen. Was sind eigentlich die Hauptursachen einer Herzinsuffizienz? Wir haben es ja vorhin schon gehört. Letztendlich primär die koronare Herzkrankheit und über Jahre anhaltender Bluthochdruck. Es gibt natürlich auch Erkrankungen, die zu einer Herzinsuffizienz führen, aber die machen gerade 20 bis 30% der Herzschwächefälle aus. Das wären zum Beispiel Herzklappenerkrankungen, dass die Herzklappen entweder zu eng oder undicht sind. Dann gibt es natürlich angeborene Herzfehler. Es gibt Kinder, die schon in der Kindheit eine Herzschwäche erlitten haben, das sich dann fortführt. Oder sie haben schon mal eine Grippe durchgemacht und sie kriegen letztendlich eine Dilatation, wie ich es Ihnen vorhin schon gezeigt habe. Und ganz zuletzt Drogen oder ein Alkohol. Oder ein sehr hoher Alkoholkonsum kann auch mal so eine dilatative Herzerkrankung machen. Wie stellt man das jetzt eigentlich fest? Letztendlich haben Sie die Symptome mit Wassereinlagerungen in den Beinen oder Sie bemerken in letzter Zeit, dass Ihre Belastbarkeit nicht mehr so ist, dass Sie schon nach kurzen Strecken außer Atem sind. So stellt sich eigentlich der typische herzinsuffiziente Patient beim Hausarzt vor. Der Hausarzt hat die Möglichkeit, einen Marker abzunehmen. Das kann man im Blut abnehmen. Das heißt NT-proBNP. Das ist so eigentlich das Einfachste, was man als erstes machen kann. Wenn dieser Wert negativ ist, dann können Sie eigentlich eine Herzinsuffizienz schon mal ausschließen. Und wenn dieser Wert positiv ist, heißt es noch nichts. Da muss man natürlich nach allen anderen Entitäten gucken, wie ist meine Nierenfunktion. Es könnte mehrere Genesen haben, was zu einer Herzinsuffizienz führen kann. So überweist er Sie eigentlich zum Kardiologen oder direkt ins Krankenhaus, je nachdem. Dann geht es weiter, entweder beim Kardiologen oder Sie sind bereits so schlecht, dass Sie ins Krankenhaus müssen. Kriegen Sie eine Ultraschalluntersuchung des Herzens. Das sehen wir hier rechts im Bild. Muss mal zurück. Genau, und da sieht man eigentlich schon, dass Sie beim Herzultraschall alle 4 Herzkammern sehen können. Man kann genau sehen, ob Sie ein Problem von der linken Herzkammer oder von der rechten Herzkammer haben. Man kann auch schon im Ultraschall genau sagen, ob Sie irgendeine Klappenerkrankung haben oder ob Sie auch schon mal einen abgelaufenen Infarkt haben. Jedoch kann man im Ultraschall nicht genau die Ausdehnung beschreiben. Da kann man noch mal ein bisschen weiter gucken. Man kann zum Beispiel eine Kardio-MRT-Untersuchung machen. Da können Sie die Narbenform darstellen. Da müssen Sie dafür aber Kontrastmittel geben im Vergleich zum Echo.
Fürs Cardio-MRT ist es allerdings schwierig, weil Echo dauert circa 15 bis 20 Minuten, ein Normal-Echo. Und beim Cardio-MRT dauert es circa 45 Minuten. Und Sie müssen halt in der Röhre liegen, dürfen keine Platzangst haben. Das ist halt ein bisschen noch die schwierigere Untersuchung. Aber wenn man natürlich weiter abklären will, was die Genese Ihrer Herzschwäche ist, kann man Cardio-MRT hinten anschließen. Jetzt haben wir die Herzschwäche erkannt. Was machen wir jetzt? Ganz wichtig ist es erstmal, die Grundkrankheit zu behandeln. Das heißt, wir gucken erstmal, ob Sie eine koronare Herzkrankheit haben. Das sehen wir erstmal im EKG, ob Sie irgendwelche abgelaufenen Infarkte haben oder ob die Durchblutung am Herzen doch nicht so gut ist. Das kann man eigentlich auch schon im normalen EKG sehen. Jetzt die zweite Stufe wäre dann ein Herzkatheter oder ein Herz-CT. Herz-CT würde man aber nur machen, wenn Sie in einem gewissen Alter sind, wo Sie nicht so arg viel Koronarkalk haben, weil wenn Sie zu viel Koronarkalk haben, sind leider manchmal die Aussagefähigkeit nicht so gut wie natürlich jetzt im Herzkatheter. Im Herzkatheter ist halt auch der Vorteil, dass Sie gleichzeitig auch also praktisch die Engstelle auch beheben können, wohingegen im Koronar-CT wir Sie dann nochmal zum Herzkatheter überweisen müssten. Wichtig ist es natürlich auch, die Risikofaktoren zu behandeln. Das wären Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Rauchen, Bewegungsmangel. Das sind alles Sachen, die zu einer koronaren Herzkrankheit führen. Jetzt auch zum Bluthochdruck. Das ist die zweithäufigste Erkrankung nach der koronaren Herzkrankheit. Da ist es natürlich wichtig, dass wir erstmal schauen, seit wie vielen Jahren Sie einen Bluthochdruck haben, ob Sie überhaupt gut eingestellt sind. Natürlich nimmt man dann auch Medikamente, die auch gut für Ihre Herzschwäche wirken. Zum Beispiel ein ACE-Hemmer wie Ramipril, Enalapril. Oder wenn Sie einen Reizhusten auf die ACE-Hemmer kriegen, was die häufigste Nebenwirkung ist, kann man auch auf ein Sartan umsteigen. Das wäre zum Beispiel Candesartan oder zusätzlich ein Beta-Blocker. Und natürlich entwässernde Medikamente, die gehören immer zu einer Herzinsuffizienztherapie mit hinzu, was aber auch bei der Bluthochdruckeinstellung super effektiv sein kann. Wenn jetzt die Herzklappenerkrankung das Grundproblem ist, muss man natürlich erstmal die Klappe operieren oder interventionell behandeln. Heutzutage gibt es mehrere Möglichkeiten. Das hängt praktisch von Ihren Nebenerkrankungen, von Ihrem Alter ab, welche Form man dann letztendlich auswählen kann. Aber natürlich, wenn man vorrangig nicht invasive Maßnahmen in Anspruch nimmt, das wäre zum Beispiel ein Mitralklappenclipping. Das heißt, wenn Sie da irgendein Problem haben, da könnte man so einen Clip setzen, dass die Klappe wieder dicht wird. Oder wenn Sie jetzt eine Engstelle an der Hauptklappe haben, die in den Ausflusstrakt führt, da gibt es heutzutage auch Möglichkeiten, die man nicht unbedingt mit einer offenen herzchirurgischen OP behandelt, sondern auch da kann man Klappen interventionell über Gefäßsystem einsetzen. Was können Sie selber tun? Ganz wichtig ist es, dass Sie natürlich Ihre Medikamente für die Herzschwäche konsequent einnehmen. Sie können eine Gewichtskontrolle betreiben. Das ist auch sehr wichtig, dass Sie lernen, engmaschig Ihr Gewicht und Ihr Wert zu kennen und auch zu reagieren, wenn Sie jetzt Gewicht zulegen. Und natürlich Ausdauertraining. Wie vorhin gesagt, Alkoholkonsum sollte man reduzieren, vor allem wenn es die Genese ist. Rauchverzicht. Was immer empfohlen wird, ist natürlich eine mediterrane Küche, viel Olivenöl. Und die Kochsalzzufuhr sollte noch begrenzt werden, weil durch vermehrten Kochsalzzufuhr lagern Sie wieder Wasser ein und dann haben Sie das Problem wieder zu dekompensieren. Man muss das Wasser wieder rausholen. Das ist praktisch dann immer so ein Hin und Her. Und wenn Sie dann Ihr Zielgewicht schon mal kennen und zügiger reagieren können, dann kommt es gar nicht zu einer Dekompensation. Und man muss natürlich die Trinkmenge einschränken, wenn man herzinsuffizient ist. Man muss aber auch so viel trinken, dass eine genügende Durchblutung von der Niere und die Verstoffwechselung von den Medikamenten erfolgen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und Sie dürfen halt bei Reisen, müssen Sie sich vorher ganz gut informieren, wie Sie reisen können, je nachdem, in welcher Stufe der Herzerkrankung Sie sich befinden. Was eigentlich sehr, sehr gut funktioniert bei unseren Patienten, ist das Herztagebuch. Da können Sie praktisch jeden Tag Sie selber dokumentieren, wie Ihr Gewicht ist, wie Ihr Blutdruck war, wie Ihre Herzfrequenz ist. Und das können Sie dann zu Ihrem Hausarzt mitnehmen. Dann hat er von Ihnen einen Verlauf und kann Ihnen genau sagen, welche Medikamente wie angepasst werden. Was nur ganz wichtig ist, bevor man einfach so Sport anfängt bei einem herzinsuffizienten Patienten, sollten Sie sich vorher nochmal erstmal durchchecken lassen. Am besten
bei einem Sportkardiologen, der auch Sie kardiologisch mitbetreut und kennt. Und Sie dürfen natürlich hoppla hopp nicht einfach so anfangen, sollten Ihre Zielfrequenz und so weiter alles bestimmen lassen. Sie werden dann praktisch auf ein Ergometer gesetzt. Sie werden unter ärztlicher Kontrolle belastet und man errechnet Ihre Zielfrequenz für Ihr Alter. Und dann gibt man Ihnen so einen Richtwert, in welchem Sie sich bewegen sollten mit einem Ausdauertraining. Und am besten kaufen Sie sich noch eine Pulsuhr, wo Sie dann praktisch immer sehen können, in was für eine Herzfrequenzregion Sie sich befinden. Was auch sehr gut funktioniert bei unseren Patienten ist die Herzsportgruppe. Einige von uns betreuen auch die Herzsportgruppe. Da ist es so, dass sie halt immer eine Belastungsstufe erreichen unter ärztlicher Kontrolle. Das heißt, wir machen eigentlich auch mit ihnen mit, weil auch wir machen dann gern Sport und gucken, wo unsere Belastungsgrenzen ist. Und somit haben wir aber auch einen Blick auf sie. Wir kennen sie ja meistens auch schon vom stationären Aufenthalt und können sie dann am besten überwachen. Wenn Sie jetzt herzinsuffizient sind, heißt es das nicht, dass Sie jetzt auf einmal nichts mehr machen dürfen. Das ist das genaue Gegenteil. Sie sollen was machen. Am besten zum Beispiel zügiges Laufen. Wenn Sie jetzt jemand sind, der sehr, sehr gern wandert, Sie dürfen wandern. Sie dürfen auch in höhere Lagen wandern. Sie müssen halt nur aufpassen. Über 1500 Meter sollten Sie nicht gehen. Und Sie merken dann Ihre Gänse, wenn Sie merken, nach 2 bis 3 Tagen, die Luftnot verstärkt sich, dann müssen Sie halt leider aufhören. Aber ansonsten, wenn Sie gut laufen, schnell mit einer erhöhten Frequenz laufen können und dabei keine Luftnot haben, dann dürfen Sie bis 1500 Meter auch gut wandern. Am besten Sport so circa 3 bis 5 Mal die Woche, halbe Stunde. Und es pendelt sich ja dann mit der Zeit ein. Dann wissen Sie auch Ihre Zielfrequenz und Sie sind auch in Überwachung. Und Sie werden auch merken, dass Sie deutlich fitter und belastbarer werden. Was sollten Sie jetzt nicht machen? Sie sollten jetzt als Risikopatient nicht unbedingt schwimmen gehen, alleine ohne Aufsicht, oder tauchen gehen. Das dürfen Sie gar nicht. Und Sie sollten, wenn Sie jetzt Gerinnungshemmer nehmen, weil Sie irgendwie eine Rhythmusstörung oder irgendein Klappenvizium haben, dann dürfen Sie natürlich auch nicht Sportarten ausführen, wo Sie einer größeren Verletzungsgefahr ausstehen. Jetzt ist die Frage natürlich, jetzt habe ich zum Beispiel einen Herzschrittmacher oder einen Defibrillator, weil ich auch herzinsuffizient bin. Darf ich denn jetzt überhaupt Sport machen? Sie dürfen Sport machen. Am besten ist es wieder, wenn Sie eine Pulsuhr dran haben, dann wissen Sie ja auch Ihre Belastungsgrenze und Sie wissen auch, ab welcher Frequenz Sie vielleicht schon mal eine Rhythmusstörung hatten. Und so können Sie eigentlich mit Ihrem Arzt, der Ihren Defibrillator einstellt, können Sie genau sagen, in welcher Einstellung es sich halten soll oder in welcher Herzfrequenzlage Sie sich belasten können. Und auch den Defibrillator kann man dementsprechend einstellen, wenn man weiß, was Ihre Belastungsfrequenz ist. Und einem Defibrillator ist es halt auch so, dass er natürlich auch auf Ihre Belastungsstufen reagiert. Der hat einen Sensor, merkt auch, dass Sie da sich jetzt bewusst betätigen und kann dementsprechend mit Ihnen mitziehen. Und Sie müssen halt jetzt nur aufpassen, dass Sie nicht eine gewisse Herzfrequenzgrenze überschreiten. Schockabgaben, wie gesagt, wenn Sie da in engmaschiger Betreuung sind, können Sie das ja alles mit Ihrem Kardiologen dann besprechen und dementsprechend kann man Ihre Herzfrequenz so einstellen und den Defibrillator auch so einstellen, dass Sie überhaupt nicht in diese Schockbereiche ankommen. Schwimmen nur unter Aufsicht, weil wenn Sie da jetzt irgendwie bewusstlos werden, dann ist es natürlich schwierig, bis man Sie dann da rausholt und so weiter. Deshalb sollten Sie das nur wirklich in Begleitung oder wenn irgendeine Aufsicht da ist, tun. Ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Ernährung. Es ist ganz wichtig, dass Sie sich mediterran ernähren, das heißt mehr Fisch, Olivenöl und derartiges, dass Sie so Fastfood vermeiden. Was auch sehr schwierig ist, ist zum Beispiel industriell hergestellte Mittel. Man weiß, dass da viel, viel mehr Salz drin ist, als wie jetzt letztendlich draufsteht. Und deshalb haben Sie bei so Fertiggerichten immer das Problem, dass Sie Ihren Salzhaushalt gar nicht mehr kontrollieren können oder sich gar nicht bewusst sind. Und so kommen Sie natürlich wieder zu Dekompensationszuständen. Man muss ihnen wieder mehr Diuretika geben, damit das Wasser wieder rauskommt. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass Sie versuchen, regelmäßige Mahlzeiten einzuhalten, dass Sie versuchen, selber zu kochen, wenn es geht, und dass Sie natürlich Alkohol und Kohlenhydrate so wenig wie möglich zu sich nehmen. Wie sieht es aus jetzt mit Reisen? Eigentlich dürfen Sie als ein herzinsuffizienter Patient, soweit es für Sie, für Ihre Belastbarkeit
Kalt geht jede mögliche Reiseform eigentlich machen. Einzige Problem ist natürlich, wenn Sie Höhen von 1500 Meter wieder überschreiten oder wenn Sie natürlich sehr lange Fernreisen machen möchten. Da ist die Schwierigkeit, dass Sie dann wahrscheinlich beim Fliegen Probleme kriegen. Das müssten Sie alles nochmal vorher klären. Und was noch ganz wichtig ist für unsere KHK-Patienten, Sie müssen natürlich schauen in die Länder, wo Sie reisen, dass da natürlich eine Versorgung. Sie werden es nicht erreichen, vielleicht in dem Ausmaß, wie es hier gibt, aber dass zumindest ein Herz-Katheter-Labor, dass Sie sich das mal angucken, wo das in der Nähe ist, oder wenn Sie einen Defibrillator haben, wo ungefähr Sie sich da vorstellen können, wenn Sie eine Schockabgabe erhalten. Fliegen heißt immer eigentlich, da gibt es eine Faustregel, wenn Sie zwei Stockwerke gut hochkommen, dann dürfen Sie auch fliegen. Allerdings ist es so, man sollte vor jedem, auch wenn es nur ein Kurzstreckenflug ist, nochmal Ihren Hausarzt oder den Kardiologen einschalten, auch nochmal mit ihm sprechen, dass Sie das geplant haben, vielleicht Blutverdünner spritzen und auch nochmal klären, wie lange Sie das aushalten könnten, ob es überhaupt für Sie möglich wäre. Jetzt nochmal ganz zum Schluss zum Coronavirus. Wir haben ja leider aktuell die Pandemie und ich wollte einfach nur kurz nochmal darauf ansprechen, was eigentlich Coronavirus für unser Herz bedeutet. Wir haben leider das Problem, dass es nicht nur die Lunge, sondern auch unser Herz angreift. Was macht es? Es macht vorwiegend Herzmuskelentzündungen zum Beispiel oder es macht auch kurze embolische Ereignisse in den Gefäßen, das heißt Kurzinfarkte, wo wir eventuell dann auch trotz ihrer Viruserkrankung, je nach Schwere der embolischen Infarkte, ein Katheterlabor müssen mit ihnen. Und was leider auch noch passiert, ist, dass es entzündliche Ereignisse in den Gefäßen macht. Das heißt, sie kriegen dann praktisch durch die Entzündung so eine Reaktion, dass da auch Verschlüsse auftreten können. In Zukunft, wir würden gerne auch hier im Haus Herzinsuffizienzambulanz machen. Wir betreuen gerne die Patienten, die bei uns im Haus sind. Das wird auch in Zukunft so sein, dass man in enger Absprache mit den Kardiologen zusammenarbeitet und auch wir haben die Zertifizierung dafür und können das in Zukunft gewährleisten. Bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, das war jetzt ein Parforce-Ritt praktisch durch die Herzinsuffizienz bis hin in die Zeit mit Covid. Und man muss sagen, dass die Phase noch andauern wird und dass wir jetzt im Prinzip lernen, erst wenige Monate nach dem Beginn der Pandemie, was es für Langzeitfolgen geben kann. Es gibt natürlich die Fälle, die tatsächlich nur geringe Symptome haben, das wissen Sie. Es gibt aber auch Fälle, die relativ lange an dieser Erkrankung praktisch leiden und auch dann, wenn die Akuterkrankung vorbei ist, immer noch über Luftnot klagen. Und da ist wichtig, dass man sich immer wieder dem Arzt vorstellt und nicht müde wird, praktisch auf seine Symptome hinzuweisen. Jetzt will ich vielleicht mal ganz kurz, bevor Herr Rüb kommt, eine Frage aufnehmen. Es gibt im Chat jemand, der Stents bekommen hat und fragt, wann muss man da wieder reinschauen? Es gibt eigentlich keine Vorgabe bei jemand, der keine Beschwerden hat, mit dem Katheter reinzuschauen. Es sei denn, man wüsste aus einer technischen Untersuchung, dass es zu einer Durchblutungsstörung zum Beispiel im Stress-MRT oder woanders kommt. Aber wenn die normalen Untersuchungen, Belastungs-EKG, Stress-MRT, Scintigraphie in Ordnung sind, der Patient keine Beschwerden hat, muss man da nicht regelmäßig nachgucken. Bei Beschwerden natürlich oder wenn man sich unsicher ist und denkt, ich habe wieder etwas mehr Luftnot, als ich es vor dem Stent hatte, dann wird man ein zum Beispiel Stress-MRT durchführen oder ein Belastungs-EKG und wenn da Unklarheiten sind, wird man reinschauen. Wenn keine Narbe da ist, also keine Herzschwäche und das Herz wurde mit Stents versorgt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt was die Leistung angeht, die Belastung zu reduzieren. Trotzdem würde man versuchen, wie wir sagen, nicht in den roten Bereich zu kommen, das heißt Frequenzen nicht zu überschreiten, wie 130, 140 pro Minute. Die Herzsportgruppen sind eigentlich sehr gut geeignet dafür, individuell solche Dinge mit dem Patienten zu besprechen. Und die Herzsportgruppe ist eigentlich für alle, für die mit Herzschwäche, aber auch für die ohne Herzschwäche, die mal zum Beispiel einen Stent bekommen haben oder im Infarkt behandelt wurden und dann zum Glück keine Herzschwäche im Verlauf entwickelt haben. Da gibt es ja keine klare Vorgabe, dass jetzt alle nur noch bis 100 oder 110 sich belasten dürfen, sondern das ist dann ganz individuell altersentsprechend und auch angepasst an das Ausmaß der Herzinsuffizienz, die man festgestellt hat. Zu dem Defibrillator nochmal eine wichtige, ne, Sie haben es gerade gesagt, wenn man sich belastet, dann gibt es in den Defibrillatoren und in den Schrittmachern Sensoren, die schauen,
wie arg. Meistens sind das Sensoren, die die Aktivität der Muskeln umsetzen, praktisch in eine Intensität und dann die Herzfrequenz, so wie wir sie programmieren, hochführen. Das kann auch mal angepasst werden. Es gibt Patienten, die dann plötzlich merken, sie kommen trotz Schrittmacher gar nicht so richtig zurecht unter der Belastung. Gerade die sehr aktiven Patienten, dann muss man zum Kardiologen zurück und der kann dann die Stufe neu einstellen. Und manchmal merkt man dann, dass die Dinge doch viel einfacher gehen, wenn das Gerät umprogrammiert wurde. Herr Rüb, jetzt haben wir über die Ernährung und über den Defibrillator, das Reisen gehört und vielleicht wollen Sie uns ein bisschen was erzählen zu den, sagen wir mal, technischen Eingriffen, die man vornehmen kann bei Patienten mit Herzschwäche und die Prinzipien erklären, nach denen diese Therapie funktioniert. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte den Anfangsteil kurz überspringen, weil die meisten Dinge jetzt hier schon sehr, sehr gut von der Frau Dr. Dehrin erläutert wurden. Lassen Sie mich weitergehen zu den technischen Untersuchungen. Das sieht man. Da gehe ich kurz nochmal zurück. Also die Herzklappenerkrankung kann eben Ursache der Herzschwäche sein. Es ist aber auch häufig so, dass eine Undichtigkeit dieser sogenannten Mitralklappe, die liegt zwischen der linken Herzkammer und dem linken Herzvorhof, im Verlauf der Herzschwäche hinzukommt. Das geschieht dadurch, dass bei der Herzschwäche, wie Sie ja vorhin in den Bildern gesehen haben, die Herzkammer sich vergrößert. Direkt angeschlossen an die Herzkammer befindet sich oberhalb die sogenannte Mitralklappe. Und wenn sich der Ring, der die Klappe hält, auch dehnt im Zusammenhang mit der Herzschwäche, dann können die Klappen nicht mehr richtig schließen und es entsteht eine Undichtigkeit, eine sogenannte Mitralklappeninsuffizienz. Wenn diese Mitralklappeninsuffizienz hochgradig ist, dann trägt sie wesentlich zur schlechten Belastbarkeit bei der Herzschwäche bei und auch zur Wassereinlagerung in der Lunge und muss daher behandelt werden. Wie diese Mitralklappeninsuffizienz dann behandelt wird, wird bei uns immer im sogenannten Herzteam mit den Herzchirurgen besprochen, denn es gibt die Möglichkeit, die Klappe zu operieren und es gibt die Möglichkeit, die Klappe, wie ich es Ihnen jetzt zeigen möchte, minimalinvasiv zu behandeln. Das wird dann immer besprochen. Abhängig ist das OP-Risiko und die Begleiterkrankungen. Und bei Patienten mit einer sehr schweren Herzschwäche ist das OP-Risiko meistens sehr hoch, sodass man häufig dann auf diese Methode zurückgreift. Sie sehen hier die Vorbereitung des Patienten. Das wird bei uns im Herzkatheterlabor durchgeführt. Wir führen über die Leiste einen Katheter ein, können dann mit diesem speziellen Katheter durch die Herzscheidewand durchgehen, denn wir müssen in den linken Vorhof gelangen und können dann über diesen Führungskatheter, diesen sogenannten Clip, über der erkrankten Herzklappe platzieren. Wir können dann unter Ultraschallkontrolle genau sehen, wo dieser Clip hin muss. Und wenn wir an der richtigen Stelle sind, wird er mit solchen Häkchen, wird die Klappe festgehalten und der Clip geschlossen. Und Sie sehen dann das Endergebnis. Die Klappe wird dann in der Mitte so zusammengehalten, dass sie sich beim Öffnen eben nicht mehr zu weit öffnen kann und diese Lücke nicht mehr entsteht und dadurch das Blut nicht mehr zurückfließt. Sie sehen jetzt hier ein ganz klassisches Ultraschallbild von einer undichten Mitralklappe. Sie sehen hier die Farben, die quasi den Blutfluss anzeigen und Sie sehen, wie das Blut immer nach oben in die Herzkammer hineinfließt. Da soll es auch hineinfließen, aber wenn der Herzmuskel sich dann zusammenzieht, sehen Sie in diesen grünen Farbtönen, wie ein Teil des Blutes wieder in den Vorhof zurückfließt und ist natürlich sehr ineffektiv, wenn die Hälfte des Blutes nicht in die Hauptschlagader gepumpt wird, sondern zurückfließt in den linken Vorhof. So sieht es dann aus, wenn wir einen sogenannten Mitralklappenclip platzieren. Das sind die Bilder, die wir dann auch live sehen. Das ist tatsächlich nicht im Röntgenbild zu sehen, sondern sehr viel detaillierter im Ultraschallbild.
Und Sie sehen hier jetzt auf der rechten Seite, wie diese Klappen, Segel direkt hineinfallen in den Clip. Fängt gleich nochmal von vorne an. Hier liegen die Segel direkt auf dem Clip und jetzt kommen gleich diese Fangärmchen, sehen Sie die? Die fallen nach unten und wenn die drauf sind, dann wird der Clip zugedreht, geschlossen und die Segel werden dann fest eingeklemmt und können dann nicht mehr entweichen. Das Tolle an diesem Prinzip ist, man kann direkt live sehen anhand dieser Farben, ob die Undichtigkeit damit reduziert wird oder nicht. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann man den Clip wieder öffnen und kann ihn an einer anderen Stelle neu platzieren, so lange, bis eben die Undichtigkeit behoben ist. Manchmal ist auch nicht ein Clip ausreichend, wenn die Undichtigkeit auf einer sehr breiten Ebene verläuft. Und wir können dann auch mehrere Clips platzieren, bis eben die Undichtigkeit sehr, sehr stark reduziert ist. Ich denke, ich sollte ganz kurz auch auf die Medikamente eingehen, denn wenn die Ursachen alle behoben sind und die Herzschwäche fortbesteht, sind die Medikamente im Prinzip wirklich das Hauptstandbein der Behandlung der Herzschwäche. Und ich möchte kurz die Medikamentengruppen erwähnen, die es gibt. Das sind zum einen die Beta-Blocker. Beta-Blocker sind Medikamente, die den Stress vom Herzen fernhalten und auch zu einer Reduktion der Herzfrequenz führen. Man hat früher gedacht, es ist schädlich fürs Herz, denn tatsächlich, wenn man die Medikamente beginnt, wird manchmal auch kurzzeitig die Herzschwäche verschlechtert. Aber langfristig hat sich eben gezeigt, dass die Prognose, also die Überlebenswahrscheinlichkeit, deutlich verbessert wird, eben weil das Herz vor dem Stress geschützt ist und effektiver arbeiten kann letztendlich. Die zweite sehr, sehr wichtige Stoffgruppe sind die ACE-Hemmer oder Sartane. Die verhindern schädliche Umbauprozesse im Herzen, senken auch den Blutdruck, entlasten somit den Herzmuskel und können so dazu beitragen, dass das Herz sich wieder erholen kann und die Pumpkraft wieder verbessert wird. Eine der Nebenwirkungen der ACE-Hemmer ist der sogenannte Reizhusten, trockener Husten. Das ist nicht gefährlich, kann aber sehr, sehr unangenehm sein. Wenn das auftritt, wenn Sie mit einem Enalapril oder Ramipril behandelt werden, müssen Sie das Ihrem Hausarzt sagen. Man kann dann auf die sogenannten Sartane umsteigen, die eine ähnliche Wirkung haben, aber nicht diesen Reizhusten als Nebenwirkung. Ein dritter wichtiger Baustein sind die sogenannten Mineralokortikoid-Rezeptorantagonisten. Das sind im Prinzip auch modifizierte, wassertreibende Medikamente, die aber nicht zu einem Verlust von Kalium führen und die heute auch fester Bestandteil in der Behandlung der Herzschwäche sind. Ein neuer Wirkstoff sind die sogenannten ARNIs. Da gibt es bisher nur ein Produkt auf dem Markt, das sogenannte Entresto. Das ist ein Kombinationspräparat aus einem Sartan und einem zusätzlichen Neprilysin-Inhibitor. Diese Medikamente werden eingesetzt, wenn die Sartane bzw. ACE-Hemmer alleine nicht ausreichen als Steigerung. Wichtig ist, dass dann der ACE-Hemmer oder das Sartan direkt davor abgesetzt werden müssen. Es wird quasi ausgetauscht gegen dieses Entresto und kann die Herzinsuffizienz noch etwas besser, effektiver behandeln als das Sartan alleine. Diuretika selbst haben keine Wirkung auf die Prognose, aber fast alle Patienten mit einer Herzschwäche lagern Wasser ein, wenn sie nicht mit Diuretika behandelt werden. Hier ist es so, dass die Dosierung sehr, sehr individuell angepasst werden muss und auch wichtig, wenn sie Gewicht zunehmen, dass sie dies mit ihrem Hausarzt besprechen, sodass die Diuretika zum Teil dann gesteigert werden können. Vielleicht an der Stelle ganz wichtig, dass viele, was ich wahrscheinlich auch machen würde, wenn sie dann unterwegs sein wollen, dass sie dann praktisch die Diuretika nicht mehr, also die Wassertabletten nicht mehr nehmen, weil sie jedes Mal auf Toilette müssen, wenn sie gerade loslaufen. Und letzten Endes ist es so, wenn man morgens was vorhat, dann kann man die natürlich nachmittags nehmen, auch wenn sie für morgens eingetragen sind. Und man kann das praktisch nach seinem Tagesrhythmus machen. Auf jeden Fall muss einmal am Tag eine gewisse Flüssigkeitsmenge ausgeschieden werden. Das ist aber flexibel. Das heißt also, man kann im Prinzip dann auch selber entscheiden,
dass man sie nachmittags nimmt, wenn man morgens unterwegs ist oder umgekehrt, bevor man sie nicht nimmt, weil man sich dadurch praktisch in seinem Aktionsradius eingeschränkt wird. Das ist ein häufiger Grund dafür, die Dinge Ja. nicht zu nehmen, was dann allerdings zu Luftnot führt. Ne? Die nächste Wirkstoffgruppe ist das sogenannte Ivabradin. Das ist ein Wirkstoff, der auch die Herzfrequenz senkt. Das wird eher selten eingesetzt, nämlich dann, wenn durch den Beta-Blocker alleine die Herzfrequenz, die Ruheherzfrequenz, immer noch über 75 bis 80 liegt. Dann kann man zusätzlich diese Substanz einsetzen. Vorteil ist, es senkt nicht den Blutdruck wie die anderen Medikamente und senkt aber die Herzfrequenz, sodass das Herz effektiver pumpt. Herzglykoside waren die ersten Medikamente überhaupt, die gegen die Herzschwäche eingesetzt wurden, also digitales Produkte. Die sind dann eine gewisse Zeit etwas aus der Mode gekommen. Es ist aber so, dass sie heute immer noch ihren Stellenwert haben, nämlich dann, wenn die Patienten unter Vorhofflimmern leiden, in Zusammenhang mit einer zu hohen Herzfrequenz unter Vorhofflimmern, dann senken diese Medikamente sehr effektiv die Herzfrequenz und führen damit dann auch zu einer Verbesserung der Herzschwäche. Hier ist aber die therapeutische Breite sehr gering, das heißt, hier muss engmaschig überwacht werden, dass die Dosis nicht so hoch ist, weil sonst zu schweren Nebenwirkungen führen kann. Was ganz Neues sind die sogenannten SGLT2-Hämmer. Das sind Medikamente, die zur Behandlung des Diabetes entwickelt wurden. Und es hat sich gezeigt bei den großen Studien, die da durchgeführt wurden, dass diese sehr, sehr gut einen sehr, sehr positiven Effekt auf die Herzschwäche haben, sodass dann auch inzwischen eine Studie durchgeführt wurde, diese Medikamente bei Patienten einzusetzen, die gar keinen Diabetes haben, sondern nur eine Herzschwäche. Und hier hat sich jetzt auch eine Überlegenheit gezeigt, sodass dieses Medikament jetzt zunehmend bei Patienten mit Herzschwäche auch verschrieben wird. Das ist noch ein wichtiger Punkt, da gehen wir jetzt ganz schnell drüber. Häufig haben Patienten mit Herzschwäche auch einen Eisenmangel, der die Herzschwäche zusätzlich verstärkt. Und es hat sich gezeigt, wenn dieser Eisenmangel ausgeglichen wird, insbesondere durch eine mit einem Eisenpräparat, dass dann die Herzschwäche sich bessern kann. Das ist jetzt eher so eine indirekte Therapie. Als Herzinsuffizienzpatient gehören Sie zu einer Risikogruppe. Das heißt, wenn Sie einen Infekt erleiden, zum Beispiel mit Grippe oder eine Lungenentzündung mit Pneumokokken, sind Sie stärker gefährdet als Patienten ohne Herzschwäche. Deswegen ist es gerade für Patienten mit Herzschwäche sehr, sehr wichtig, sich jedes Jahr gegen die Influenza impfen zu lassen. Jetzt nochmal zu einem apparativen Verfahren. Was können wir tun, wenn die Medikamente eben nicht ausreichen? Bei 25% aller Patienten besteht eine Auffälligkeit im EKG, ein sogenannter Linksschenkelblock. Das sehen wir im EKG an diesen Zacken hier, die in jedem EKG auftauchen. Das ist der sogenannte QRS-Komplex. Bei dem Linksschenkelblock ist dieser QRS-Komplex verbreitert. Also diese Strecke hier ist verlängert, weil die elektrische Erregung sich nicht mehr gleichmäßig im Herzmuskel ausbreiten kann. Und dies führt eben dazu, dass nicht nur die Elektrik sich ungleichmäßig im Herzmuskel ausbreitet, sondern auch das Zusammenziehen des Muskels nicht mehr harmonisch abläuft und nicht mehr gleichmäßig abläuft. Und dadurch wird das Pumpen ineffektiv. Und wir versuchen jetzt mit einem sogenannten CRT-System, mit der kardialen Resynchronisationstherapie, diese ungleiche Erregungsausbreitung wieder auszugleichen. Damit können wir bis zu 70% der Patienten eine deutliche Verbesserung der Herzschwäche erreichen. Meistens wird eine NYHA-Klasse Verbesserung erreicht. Sie sehen hier, wie so ein Gerät eingesetzt wird. Es sind Live-Bilder aus unserem Herzkatheterlabor. Sie sehen jetzt hier eine Elektrode. Die wird bei allen Patienten mit Defibrillator eingesetzt. Sie liegt in der rechten Herzkammer. Wir benötigen jetzt aber eine zweite Elektrode, die der linken Herzkammer anliegt. Wir kommen da nicht direkt hin. Es wäre schlecht, in die linke Herzkammer eine Elektrode zu platzieren. Deswegen müssen wir von außen ran. Und hier gibt es diese Vene, der sogenannte Koronarsinus. Der läuft an der Außenseite des Herzens entlang. Und hier ist die linke Herzkammer. Und wir können jetzt über einen speziellen Führungskatheter drahtgestützt
eine Elektrode über diese Vene an die Außenseite der linken Herzkammer legen. Und wenn wir jetzt quasi über diese Elektrode und über diese Elektrode elektrisch das Herz stimulieren, dann kann sich das Herz, der Herzmuskel wieder gleichmäßig zusammenziehen und effektiv pumpen. So sieht das dann im Röntgenbild aus. Hier das Aggregat, ein Defibrillator in dem Fall. Es gibt diese Geräte auch ohne Defibrillationsfunktion. Und hier eben die Elektrode in der linken Herzkammer, in der rechten Herzkammer und im Herzvorhof. Ein Dreikammer-Schrittmacher. Und hier sehen Sie jetzt ein Ultraschallbild eines Patienten mit Herzschwäche und einem Linksschenkelblock. Sie sehen hier unten das EKG und Sie sehen, dass dieser QRS-Komplex breit ist. Und was Sie, wenn Sie sich die Bewegung des Herzens anschauen, dann sehen Sie, dass hier die Herzwände sich nicht gleichmäßig zusammenziehen, sondern es zieht sich erst hier zusammen und kurze Zeit später hier. Das führt zu so einer Schaukelbewegung des Herzens. Wenn wir jetzt das Gerät einsetzen und die Ultraschalluntersuchung wiederholen, dann sieht es plötzlich so aus. Sie sehen jetzt hier, dass dieser QRS-Komplex schmäler geworden ist. Und Sie sehen hier, dass der Herzmuskel zwar jetzt nicht normal geworden ist, aber deutlich harmonischer pumpt. Die Wände ziehen sich jetzt wieder gleichmäßiger zusammen. Und das ist jetzt nur der Akuteffekt. Über die Monate führt es dann häufig dazu, dass der Herzmuskel, dass die Herzkammer auch wieder kleiner wird und wieder deutlich effektiver pumpen kann. Leider, wie gesagt, kommt dies nur für Patienten in Betracht, die einen sogenannten Linksschenkelblock aufweisen, was ungefähr 25% der Patienten mit Herzschwäche betrifft. Das ist jetzt ein Nebenaspekt, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema eigentlich. Darüber haben wir auch schon in den Herzwochen berichtet. Eine Nebenerscheinung der Herzschwäche ist leider, dass auch gefährliche Herzrhythmusstörungen auftreten können. Das heißt, das Risiko für den sogenannten plötzlichen Herztod ist erhöht. Und ab einer gewissen Ausprägung der Herzschwäche ist das Risiko dann so hoch, dass wir das Einsetzen eines sogenannten Defibrillators empfehlen, der eben den Herzrhythmus kontinuierlich überwacht und im Falle von Kammerflimmern oder ventrikulärer Herzrhythmusstörungen einen Schock abgeben kann und den plötzlichen Herztod verhindern kann. Ein ganz wichtiger Aspekt bei der Herzschwäche ist das sogenannte Vorflimmern. Das Vorflimmern an sich kann zu einer Herzschwäche führen und auf der anderen Seite kann die Herzschwäche das Risiko, dass Vorflimmern auftritt, deutlich erhöhen. Und wenn dann eine Herzschwäche besteht und zusätzlich Vorflimmern hinzukommt, verschlechtert es die Herzschwäche. Trotzdem war es lange Zeit unklar, wie aggressiv man das Vorflimmern behandeln soll und ob das wirklich die Prognose verbessert, wenn wir jetzt aggressiv das Vorflimmern behandeln. Erst jetzt, vor kurzem, konnte gezeigt werden, dass die Katheterablation von Vorflimmern bei Patienten mit Herzschwäche tatsächlich die Prognose verbessert. Und es ist also eine neue Strategie sozusagen, dass wir wissen, Patienten, die neue Vorflimmern entwickeln unter ihrer Herzschwäche, sollten wirklich auch konsequent behandelt werden. Wie funktioniert das? Da gibt es verschiedene Techniken. Grundlage dafür ist, dass das Vorhofflimmern in den sogenannten Pulmonalvenen entsteht. Das sind die Venen, die das Blut von der Lunge in den linken Vorhof zurücktransportieren. Und hier befinden sich Muskelfasern, die die unregelmäßigen Impulse abgeben und das Vorhofflimmern auslösen. Und die müssen wir vom übrigen Vorhof abkoppeln. Das geht am elegantesten mit dem sogenannten Kryoballon, den wir bevorzugt als Ersteingriff einsetzen. Hier wird dieser Ballon in die Vene gedrückt, dann tiefgekühlt und hier, wo der Kontakt zum Vorhof besteht, entsteht dann eine elektrische Narbe, also eine rein elektrische Narbe. Das hat jetzt keine negativen Auswirkungen auf die Pumpleistung und die bösen, falschen Erregungen können dann nicht mehr in den Vorhof zurückkommen. Alternativ kann man das auch mit Hitze machen. Dann allerdings Punkt für Punkt, was deutlich aufwendiger ist. Aber auch dieses Verfahren bieten wir selbstverständlich an. Sie sehen jetzt hier ein ganz modernes sogenanntes 3D-Mapping-System. Das ist eine Rekonstruktion des ganz individuellen elektrischen Zustands des linken Vorhofs eines Patienten. Und Sie sehen jetzt hier die Ansicht von vorne und hier die Ansicht von hinten. Und die Farben spiegeln quasi die elektrische Aktivität wider. Und Sie sehen jetzt hier angeschnitten zum Beispiel die rechte untere Lungenvene und Sie sehen hier
Grau bedeutet, hier ist keinerlei elektrische Aktivität mehr zu sehen. Das ist also ein Eingriff bei einem Patienten, der schon eine Kryoballonprozedur hatte. Und Sie sehen jetzt hier, diese Vene ist komplett isoliert. Hier geht gar keine elektrische Erregung mehr von aus. Auf der anderen Seite sehen Sie jetzt diese Vene hier, wo auch hier keine elektrische Aktivität mehr zu sehen ist, aber hier unten durchaus noch Erregung reinlaufen kann. Und hier sehen wir quasi anhand dieses hochauflösenden 3D-Mapping-Systems, wo wir jetzt nachveröden müssen, nämlich hier unten, um auch diese Vene dann wieder vollständig zu isolieren und das Vorflimmern zu behandeln. Das ist jetzt nochmal ein Nebenaspekt zu, was wir vorhin besprochen haben. Aus der chronischen Herzschwäche kann eine akute Verschlechterung resultieren und das ist die häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen. Häufig sind Therapiefehler die Ursache, nämlich Medikamente werden reduziert oder abgesetzt oder noch viel wichtiger, die Trinkmenge wird nicht eingehalten, die Salzrestriktion wird nicht eingehalten. Dies sind Warnzeichen, auf die Sie achten müssen, Flüssigkeitseinlagerung, Gewichtszunahme. Und wenn das auftritt, suchen Sie Ihren Hausarzt auf. Manchmal kann dann ein Krankenhausaufenthalt auch vermieden werden. Jetzt ganz zum Schluss, nee, das ist das Falsche. Jetzt sind Genau, jetzt möchte die nochmal. wir eigentlich eingefügt hatten vorhin. Ah, doch, hier. Genau, nochmal zur akuten Herzschwäche. Wenn es also wirklich ganz schlimm kommt, dann ist es so, dass das Herz wirklich so wenig pumpt, dass die lebenswichtigen Organe nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Was können wir dann tun? Ja, hier geht es jetzt nicht mehr um medikamentöse Therapie der chronischen Herzschwäche. Da muss quasi akut gehandelt werden, um das Leben zu retten. Und häufig ist auch ein Herzinfarkt dann Ursache für so eine akute Verschlechterung oder eine Rhythmusstörung. Und dann haben wir hier in der Klinik die Möglichkeit, eine sogenannte Impellerpumpe einzubauen. Das ist ein katheterbasiertes Verfahren. Hier wird quasi über die Hauptschlagader ein Katheter über die Herzklappe gebracht. Und in diesem Katheter befindet sich eine Pumpe. Ja, also eine sich drehende Pumpe, die 3 bis 5 Liter Blut aus der Herzkammer ansaugen kann und direkt in die Hauptschlagader pumpen kann. Das sieht dann so aus. Im Röntgenbild, das ist jetzt tatsächlich ein Patient mit hochgradigen Engstellen an den Herzkranzgefäßen, der instabil geworden ist. Und wir können dann eben unter Unterstützung mit dieser Pumpe, ja, die Pumpe liegt jetzt hier in der Herzkammer und parallel sehen Sie hier die Drähte für die Aufdehnung der Herzkranzgefäße. Und wenn dann das Blut wieder fließt, dann stabilisiert sich der Patient häufig und wir können diese Pumpe wieder entfernen. Das ist quasi ein akutes Herzunterstützungssystem. Es gibt auch Langzeitherzunterstützungssysteme, die zunehmend eingesetzt werden. Das ist allerdings ein Verfahren, das in der Herzchirurgie eingesetzt wird, also nicht von den Kardiologen, sondern von den Herzchirurgen. Und das sind Systeme, die eben dauerhaft in den Körper eingebracht werden. Ich habe hier noch so ein Schaubild, wo man sieht, wie das aussieht. Hier, das ist jetzt allerdings so ein bisschen verdeckt. Da wird quasi in den Brustkorb wird hier diese Pumpe über die Herzspitze eingebracht. Die saugt das Blut an und befördert sie auch in die Hauptschlagader. Das ist also ein ähnliches Prinzip, nur dass es eben dauerhaft im Körper verbleibt. Das Einzige, was aus dem Körper herausführt, ist dieses Kabel, das dann quasi die Kraftübertragung gewährleistet. Und natürlich hat dann der Patient dauerhaft immer solche Batterien bei sich, die immer ausgewechselt werden müssen. Und diese Systeme, die dienen dazu, eben die Zeit bis zu einer Herztransplantation zu überbrücken, wenn sie denn notwendig ist bei einer sehr, sehr schweren Herzschwäche. Oder zum Teil inzwischen auch, weil wir eben viel zu wenige Organe haben für die Herztransplantation, auch für eine lange Zeit im Körper verbleiben können und das Leben der Patienten damit verlängern können. Ja, vielen Dank, Herr Rüb, für den Überblick im Prinzip von der einzelnen Tablette und der Gewichtsbeobachtung bis hin
zu den Systemen. Und man muss sagen, dass das für uns schon was Neues ist, dass wir seit einigen Jahren in der Lage sind, ohne die Herzchirurgie eine Herz-Lungen-Maschine zu legen oder eine Impellerpumpe oder andere Verfahren und den Patienten zu stabilisieren, ohne dass der Thorax geöffnet werden muss, also der Brustkorb geöffnet werden muss, und dann gegebenenfalls unter diesen liegenden Verfahren den Patienten zu einer Implantation eines Assist-Devices, wie wir sagen, dieser Unterstützungssysteme, oder einer High-Urgent, das heißt hochdringlichen Herztransplantation zu verlegen. Das waren Dinge, an die vor 6, 7, 8 Jahren nicht zu denken war. Und mittlerweile gehen auch die Transporte mit solchen Geräten. Das war damals auch nicht einfach. Also die ersten Fälle, die wir mit Hubschrauber dann verlegt haben, das war schon sehr aufregend. Und das sind Dinge, die heute in Netzwerken gut funktionieren. Ich habe hier eine Frage aus dem Chat zum Herzschrittmacher mit Pulsuhr. Ist das zusammen möglich? Das kann man jetzt nicht pauschal sagen, muss man an der Stelle immer bemerken. Es gibt verschiedene Systeme, aber vielleicht möchten Sie ganz kurz dazu sagen, wenn jetzt jemand einen Herzschrittmacher hat und joggen geht zum Beispiel, kann er das mit der, verträgt sich die Pulsuhr mit dem Schrittmacher? Also alle modernen Pulsuhren verursachen keine Störung des Herzschrittmachers. Das ist problemlos möglich. Es gibt natürlich Pulsuhren, die über eine Art EKG mit so einem Brustgurt funktionieren. Und in Einzelfällen kann der Schrittmacherimpuls dazu führen, dass die Pulsuhr falsch zählt. Ja, das ist dann natürlich nicht gefährlich, ist aber dann eben ein falscher Wert, der angezeigt wird. Es besteht aber keine Gefahr, dass der Herzschrittmacher irgendwie nicht mehr funktioniert. Also da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Sie können die Pulsuhr ruhig benutzen. Die Pulsuhren, die nur am Handgelenk funktionieren, ohne Brustgurt, die machen überhaupt keine Probleme. Vielleicht eine Ergänzung noch. Sie haben das gerade schön gezeigt, dass wenn Patienten an einer schweren Herzschwäche leiden, dass dann die, oder an einer mittelschweren bis schweren Herzschwäche leiden, dass die Behandlung des Vorhofflimmerns relativ aggressiv geschieht, weil wir wissen, dass wir bei den Patienten das Überleben verbessern können. Man muss sagen, wir haben ja viele Vorhofflimmerpatienten, sollten heute Vorhofflimmerpatienten zuschauen. Vorhofflimmern ist nicht gleich Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz. Und es gibt natürlich auch Vorhofflimmern ohne Herzschwäche, sodass wir da von einem ganz anderen Patienten, einer ganz anderen Patientengruppe sprechen. Das heißt also, jemand, der Vorhofflimmern hat, darf sich jetzt nicht zwingend angesprochen fühlen. Wir haben heute nur über die Patientengruppe geredet, die eine schwere Herzschwäche haben und dazu noch Vorhofflimmern als zusätzliches Problem. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, ich möchte mich bei der Herzstiftung bedanken für die Tatsache, dass diese Aktionswoche jedes Jahr stattfindet. Wie gesagt, wir haben über 200 Zuhörer immer live dabei und wir haben heute immer gesagt, wenn Sie das haben, natürlich war das für Patienten, für Menschen, die noch nicht Patienten sind vielleicht oder Angehörige von Patienten, für uns selber, wenn wir dann Patienten werden später oder heute schon sind, sind das als Ratschläge gemeint. Ich möchte mich auch bei den Selbsthilfegruppen bedanken, die sonst immer live dabei wären. Das ist die Aphasie-Selbstgruppe, das sind die ICD-Selbstgruppe, also die jetzt aus unserer lokalen Umgebung kommen, Diabetes, die heute nicht dabei sein können, aber tapfer mitmachen. Und darf hier die einzige Werbung, die man machen darf, ist sicher für die Deutsche Herzstiftung, die eine sehr gute Organisation ist und die Patienten, Bürger, Angehörige mit Informationsmaterial versorgt. Und das heute ist ja im Prinzip eine Aktion im Rahmen der Herzwochenstiftung. Bleiben Sie gesund und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich und grüßen alle, die wir kennen und die wir nicht kennen, und hoffen, dass es für Sie ein ganz guter Überblick heute war. Vielen Dank. Sie meinen, die letzte, haben wir noch eine Zeit für eine Frage? Es wurde eine Sinuspradikadie festgestellt mit 37 Schlägen pro Minute. Wie sieht die Behandlung aus? Man kann das nicht pauschal sagen, allerdings, wenn man mit 37 pro Minute einer dauerhaften Bradykardie, das heißt langsamem Herzschlag, Symptome hat, sollte man auf jeden Fall zum Kardiologen gehen, und die Behandlung, ehrlich gesagt, des langsamen Pulses ist die Schrittmachertherapie. Das heißt, wir haben leider keine Tabletten, die man geben könnte, die dauerhaft den Puls anheben. Aber das heißt jetzt nicht, dass derjenige, der hier die Frage stellt, einen braucht. Allerdings würde ich mich auf jeden Fall zu einem Belastungs-EKG, Langzeit-EKG und so weiter beim Kardiologen vorstellen, und dann wird er das beurteilen. Herzlichen Dank und alles Gute Ihnen.